Einen schönen guten Tag, willkommen zu den Nachrichten. Und so wie es aussieht, verehrte Zuschauer, hat es in Münster heute Nachmittag einen Anschlag gegeben. In der Innenstadt von Münster ist ein Kleinlastwagen, einige Medien sprechen auch von einem LKW, in eine Gruppe von Menschen gefahren. Die Polizei sagt aktuell, ob es sich um einen Anschlag handelt, lasse sich noch nicht endgültig sagen. In Sicherheitskreisen heißt es aber, dieses Szenario sehe so aus, dass man von einem Anschlag oder dass man einen Anschlag aktuell nicht ausschließen kann. Die Rede ist in manchen Medienberichten von 3 Menschen, die dabei getötet sein sollen. Es ist die Rede von bis zu 30 Verletzten, aber auch diese Zahlen sind noch nicht bestätigt. Bestätigt hat die Polizei bisher, dass es Tote gegeben haben soll und dass es viele Verletzte gegeben haben soll. Die Polizei hat bestätigt, dass sich der mutmaßliche Täter am Tatort nach der Tat selbst erschossen haben soll. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Außerdem hat die Polizei die Bevölkerung dazu aufgerufen, in Münster den betroffenen Bereich zu meiden. Es gebe dort aktuell klar einen Großeinsatz. Es geht wohl um die Gaststätte Kiepenkerl im Innen der Innenstadt. Das teilte die Polizei über Twitter mit. Und telefonisch verbunden sind wir mit einem Kollegen, der in Münster ist, und zwar mein Kollege Niklas Huth. Welche Informationen haben Sie aktuell für uns? Ja, also die ganze Innenstadt ist bei uns aktuell abgesperrt. Jede Menge Feuerwehr, Polizei unterwegs, Rettungshubschrauber kreist hier rüber. Aber wie Sie schon selbst gesagt haben, im Moment gibt es kaum Details. Wir wissen bisher auch nur davon, dass es Tote gegeben haben sollen. Wie viele, wissen wir nicht. Jetzt sagte die Polizei, das Szenario sehe so aus, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann. Klar ist natürlich, es scheint ja nun erst vor wenige Zeit her zu sein. Wissen Sie mehr dazu über dieses Szenario, was genau passiert ist? Genaueres weiß ich da noch nicht, aber man kann sich so ein bisschen den Ort anschauen, wo das Ganze passiert ist. Das ist zwar keine Fußgängerzone, also da darf man mit Autos herfahren, aber es ist Kopfsteinpflaster. Normalerweise ist man der sehr, sehr langsam unterwegs. Von daher ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass dort jemand versehentlich schnell langrast. Und das deutet natürlich vielleicht etwas darauf hin, dass das beabsichtigt war. Die Polizei schreibt, mittlerweile hat die Feuerwehr auch bestätigt, dass ein Auto in eine Menschengruppe gefahren ist. Die Gesamtzahl der Betroffenen liegt ungefähr bei 50. Das sagte jetzt ein Feuerwehrsprecher. Was können Sie uns über die Lage sagen? War das jetzt direkt in der Innenstadt? Wie können wir uns das vorstellen? Das ist wirklich direkt in der Innenstadt, nur einige hundert Meter entfernt vom Prinzipalmarkt, den, glaube ich, viele kennen bei uns in Münster. Und dort sind natürlich an einem solchen Samstagnachmittag viele Leute unterwegs. Ich war vorhin auch noch in der Innenstadt dort an der Stelle. Da war noch alles ruhig und ja, dementsprechend kann man sich vorstellen, dass dort viele Leute schnell betroffen sind. Wir lesen weiter gerade im aktuellen Ticker, die Polizei ist mit Hubschraubern unterwegs vor Ort und sucht auch nach Sprengstoff. Das berichtet die Rheinische Post. Welches Szenario erleben Sie gerade in Münster? Also im Moment stehen wir auch vor der Absperrung und es ist schwierig, an gesicherte Informationen zu kommen. Denn klar, bei Feuerwehr und Polizei ist in solchen Situationen besetzt ohne Ende und das sortiert sich gerade alles noch so ein bisschen. Also genauere Infos haben wir, was das angeht, noch nicht. Wir können nur sagen, dass auch vor den Feuerwehr- und Polizeidienststellen hier in Münster wirklich viele Polizeiautos bereitstehen, teilweise Polizisten bewaffnet mit Schienengewehren. Also die scheinen sich wohl auf mehr einzustellen. Ja, waren Sie noch mal draußen? Wie ist die Lage jetzt? Ich meine, es ist ein Samstagnachmittag und es ist der erste schöne Frühlingstag, den wir in Deutschland erleben. Was ist da gerade los in Münster und wozu hat die Polizei jetzt vor allen Dingen aufgerufen? Die Polizei hat ja bestätigt, dass der mutmaßliche Täter sich offenbar erschossen hat. Das hat ein Polizeisprecher gesagt. Dennoch, können Sie die Lage irgendwie abschätzen? Geht man möglicherweise sogar von weiteren Tätern aus? Die Rede war gerade, dass die Polizei auf der Suche nach Sprengstoff ist. Mir ist völlig klar, dass man natürlich zum jetzigen Zeitpunkt auch viel spekulieren muss. Aber vielleicht können Sie, Niklas Huth, uns so einen Eindruck vermitteln, wie Sie gerade Ihre Stadt Münster auch erleben und welche Informationen da jetzt auch aktuell bei Ihnen über die Ticker laufen, eben von der Polizei, denn Sie sind ja ein gutes Stück nah dran. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass es außerhalb der Innenstadt relativ ruhig in der Stadt ist. Also da merkt man nichts davon. Man sieht halt nur diesen Polizeihubschrauber von überall aus, auch eben von unserer Redaktion aus. Aber wie gesagt, genaueres über die Lage in der Innenstadt kann ich gerade nicht sagen. Unsere Reporter sind da unterwegs, aber auch die versuchen an Informationen zu kommen. Ich danke Ihnen schon mal ganz herzlich für diese Informationen. Niklas Huth war das, Journalist aus Münster.